Professor Lichtman, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sagen die Präsidentschaftswahlen in den USA nun seit Jahrzehnten korrekt voraus. Haben Sie denn einen sechsten Sinn für das amerikanische Wahlvolk? Ich habe ein System, das narrensicher ist, seitdem ich die Wiederwahl von Ronald Reagan im April 1982 vorhergesagt habe. 2,5 Jahre im Voraus und inmitten der damals schlimmsten Rezession seit der Großen Depression. Mein Geheimnis lautet: Ich ignoriere die Umfragen und die Experten. Ich schaue mir die täglichen Ereignisse der Wahlkampagne nicht an. Die Reden, die Debatten, die Werbung, die Spenden, die schmutzigen Tricks, die Sprüche. Stattdessen schaue ich mir die grundlegenden Faktoren an, die Wahlergebnisse wirklich bestimmen. Mein System, 13 Schlüssel zum Weißen Haus, beurteilt die Stärke und die Leistung der Partei im Weißen Haus. Mit anderen Worten, stellen Sie sich das so vor. Was zählt, ist das Regieren, nicht die Wahlkampagne. Das läuft so: Wenn 6 oder mehr der 13 Schlüssel gegen die Partei sprechen, die im Weißen Haus sitzt, lautet die Vorhersage, dass sie verliert. 6 Verstöße und du bist draußen. Go against the party holding the White House. They are predicted losers. 6 strikes and you're out. Sie haben es gerade angesprochen. Sie haben diese 13 Lösungsschlüssel entwickelt, die Ihren Prognosen zugrunde liegen. Gibt es da einen Indikator, der besonders wichtig ist? Ist es zum Beispiel, wie Clinton sagte, die Wirtschaft? Oder ist es der Faktor soziale Unruhe? Oder der Schlüssel, den Sie Ihren Lieblingsschlüssel nennen, die Skandale? Der Skandalschlüssel ist mein Lieblingsschlüssel, weil es Spaß macht, die Missetaten von Präsidenten zu beobachten. So traurig sie auch sein mögen. Das Geheimnis hinter den Schlüsseln lautet jedoch, dass keiner davon wichtiger als die anderen ist. Es gibt keine Rangordnung. Die meisten Prognosemodelle haben Gewichtungen. Das Problem damit ist, dass sich Gewichtungen unvorhersehbar von einer Wahl zur nächsten ändern. Ohne Gewichtungen muss ich mir über so etwas keine Gedanken machen. Ein weiteres Geheimnis der Schlüssel sind Auslöser. Ich habe keinen Pandemieschlüssel, weil es nicht genügend Pandemien gab. Aber die Pandemie hat für Donald Trump den Verlust anderer Schlüssel ausgelöst. Die Wirtschaft, soziale Unruhen, die sich durchaus in meinem System befinden. Können Sie uns einmal durch all Ihre 13 Schlüssel führen? Ja, Schlüssel 1, das Mandat gemessen an den Ergebnissen der Midterm Elections. Schlüssel 2, ob es starke Konkurrenz für die amtierende Partei gibt. Schlüssel 3, ob der Kandidat der amtierenden Partei der amtierende Präsident ist. Schlüssel 4, ob es eine dritte Partei gibt, die in den Umfragen 10% oder mehr erreicht. Schlüssel 5, die kurzfristige Wirtschaftsprognose. Gibt es in diesem Wahljahr eine Rezession? Schlüssel 6, die langfristige Wirtschaftsentwicklung. Wie hat sich die Wirtschaft während der Amtszeit entwickelt? Schlüssel 7, Veränderung der politischen Strategie. Hat die amtierende Regierung ihre Politik wesentlich verändert? Schlüssel 8, soziale Unruhen. Gibt es schwere soziale Unruhen im Land? Schlüssel 9, natürlich mein Lieblingsschlüssel, der Skandalschlüssel. Ist der Präsident aufgrund eines Skandals in Schwierigkeiten geraten? Schlüssel 10, hat die Regierung ein bedeutendes politisches Versagen vermieden? Schlüssel 11, ist ihr ein großer, bejubelter außenpolitischer Erfolg gelungen? Und dann die einzigen beiden Schlüssel, die etwas mit dem Kandidaten zu tun haben. Und das sind die Schlüssel mit hoher Messlatte. Schlüssel 12, ist der Kandidat der amtierenden Partei einer dieser allseits inspirierenden Kandidaten, die es einmal in einer Generation gibt und die viele neue Wähler anlocken? Und Schlüssel 13 ist natürlich der Herausforderer. Ist er ein solcher charismatischer Kandidat, den es einmal in einer ganzen Generation gibt? Das würde natürlich dann gegen den Amtsinhaber zählen. Gibt es neben diesen 13 Indikatoren noch etwas, das Ihre Entscheidungen beeinflusst? Das macht die Schönheit meines Systems aus. Sofern es keinen Schlüssel dreht, zählt es nicht. Und die Schlüssel sind ein sehr robustes System. Ich verwende sie seit 1984, um Wahlen korrekt vorherzusagen, oftmals Jahre zuvor. Rückblickend habe ich sie so entwickelt, dass sie bis zur Wahl Abraham Lincolns 1860 zurückreichen. Die Schlüssel haben also enorme Veränderungen in der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft und der Demografie überdauert.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Umfragen komplett ignorieren. Sind diese denn nutzlos? Ich würde nicht sagen, dass Umfragen nichts wert sind. Das Problem sind nicht die Umfragen oder die Meinungsforscher. Sie leisten gute Arbeit. Das Problem ist, Umfragen sind keine Vorhersagen. Sie werden als Vorhersagen missbraucht. Ich verstehe, dass ihr Journalisten jeden Tag über die Wahl berichten müsst. So verdienen Medien Geld. Ihr könnt nicht sagen, laut Vorhersagen gewinnt Biden. Wir sehen uns dann in 5 Monaten. Ihr macht das, indem ihr die Wahl anhand der Umfragen mitverfolgt. Aber die Umfragen sind nur Momentaufnahmen. Und diese Momentaufnahmen ändern sich. Woher weiß man, dass sie sich geändert haben? Indem man eine weitere Umfrage macht und so weiter. Manchmal stimmen die Umfragen also und manchmal, wie 2016, können sie extrem in die Irre führen. Außerdem ist nicht zu vergessen, dass nicht Leute befragt werden, die gewählt haben, sondern Leute, die wahrscheinlich wählen werden. Dadurch kommen zusätzliche Fehler über die rein statistischen Fehler von plus minus 3 Prozentpunkten hinzu. Sie verorten sich selbst bei den Demokraten und sagen, das Schwierigste am Vorhersagen sei, eigene politische Ansichten herauszuhalten. Wie gelingt Ihnen das? Nun, ich bin studierter Historiker. Ich habe gelernt, die Vergangenheit unparteiisch zu analysieren und meine eigenen Ansichten aus meiner Arbeit herauszuhalten. Anfang des Jahres habe ich 4 Siege der Republikaner und 5 Siege der Demokraten vorhergesagt, äußerst ausgewogen. Und Sie können sich vorstellen, als ich 2016 Donald Trumps Sieg korrekt vorausgesagt habe, machte mich das nicht sehr beliebt im bis zu 90% demokratischen Washington D.C., wo ich an der American University lehre. Aber ich erhielt diese Nachricht auf einer Ausgabe der Washington Post, in der ich Trumps Sieg vorausgesagt hatte. Sie lautete in dicken Filzstiftbuchstaben: Glückwunsch, Professor, gute Vorhersage, Donald J. Trump. Das stimmt wohl. Sie sagen außerdem, dass es externe Faktoren außerhalb Ihrer 13 Indikatoren gibt. Ein Beispiel: russische Einflussnahme in Wahlen. Diese externen Faktoren können Sie ja kaum kontrollieren. Wie beeinflussen die denn Ihre Entscheidungen? Ich mache das seit fast 40 Jahren. Ich bin 73 Jahre alt und ich habe noch jedes Mal Schmetterlinge im Bauch, wenn ich eine dieser Vorhersagen treffe, weil sie eindeutig sind. Ich stelle keine Umfragen zusammen wie Nate Silver. Diese Leute geben dir nur Wahrscheinlichkeiten und haben eine Ausrede. Wir haben euch gesagt, dass Trump eine Chance von 29% hatte, also haben wir nicht Unrecht. Natürlich können sie auch nie Recht haben. 2 Dinge halten mich nachts wach. Zum einen Wählerunterdrückung. Republikaner brauchen eine Basis aus älteren weißen Männern wie mich. Man kann aber nicht mehr von uns älteren weißen Männern erschaffen. Man kann nicht dafür sorgen, dass wir 150 Jahre alt werden. Was die Republikaner deswegen dieses Jahr machen, ist der Versuch, die Stimmen der wachsenden demokratischen Basis aus Minderheiten und jungen Menschen zu unterdrücken. Im ganzen Land reichen sie Klagen ein, damit es schwieriger wird zu wählen und legitime Stimmen zu zählen. Donald Trump ruft Leute dazu auf, andere an den Wahlurnen einzuschüchtern. Er verunglimpft die Briefwahl, die während der Pandemie eine wesentliche Wahloption darstellt. Und er hat seinen Typen in der Postbehörde installiert, um die Briefe zu verlangsamen. Die andere Sache ist es, Sie haben es erwähnt, eine Einmischung Russlands. Ich wünschte, ich könnte es kontrollieren, aber das kann ich nicht. Der Einfluss scheint dieses Jahr nicht so stark zu sein wie vor 4 Jahren. Aber wir wissen, dass Donald Trump ihn wieder begrüßt und ausnutzt. Was mir wirklich Sorgen bereitet, und ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, ist, ob sie in unsere Wählerverzeichnisse eindringen, weil die Trump-Regierung keine angemessene Abwehr aufgebaut hat und sie so unsere Wahlen durcheinanderbringen. Gibt es noch andere Bereiche, wo Sie Überraschungen erwarten, oder gibt es noch andere Unbekannte? Nein, ich glaube, das ist alles. Meine Vorhersage steht fest. Sollen wir nun zu meiner Vorhersage kommen? Unbedingt. Lassen Sie uns über Ihre Vorhersage für 2020 sprechen. Sie prophezeien, dass in diesem Jahr Joe Biden gewinnt. Wird er sowohl die Mehrheit der Wahlmänner als auch die Mehrheit der Bürgerstimmen bekommen? Ja, und das ist die seltsamste Vorhersage, die ich je aufgrund der Schlüssel treffen musste.
Also sechs negative Schlüssel und die Vorhersage lautet, dass Trump verliert. Ende 2019 sprachen nur vier gegen ihn. Aber dann gab es seine verpfuschte Reaktion auf die Pandemie und die Forderungen nach sozialer und ethnischer Gerechtigkeit. Das hat ihn drei weitere Schlüssel gekostet. Der Schlüssel kurzfristige Wirtschaft, weil wir in eine Rezession gestürzt sind. Der Schlüssel langfristige Wirtschaft wegen des Negativwachstums. Und der Schlüssel soziale Unruhen aufgrund dessen, was im ganzen Land passiert. Meine abschließende Vorhersage lautet also, dass Donald Trump der erste amtierende Präsident wird, dem seine Wiederwahl nicht gelingt, seitdem Bill Clinton 1992 George H.W. Bush geschlagen hat. Außerdem hat die Partei, die das Weiße Haus innehält, in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie zuvor innerhalb weniger Monate so eine dramatische und plötzliche Umkehr ihres Schicksals erlitten. Und Trump kann niemand anderem die Schuld dafür zuschieben. Er schiebt gern anderen die Schuld zu. Aber wie Harry Truman über die Präsidentschaft sagte, hier endet das Abwälzen der Verantwortung. Und weil diese sieben negativen Schlüssel ein Gesamtbild ergeben, wird sich nichts innerhalb der kurzen Zeit bis zur Wahl ändern. Wie sicher sind Sie? 90%, 95% oder vielleicht sogar 100%? Nichts im Leben ist hundertprozentig, aber ich bin mir sehr sicher hinsichtlich meiner Vorhersage. Ich zweifle nicht daran, aber außerhalb des Bereichs meiner Vorhersage oder jedes anderen Vorhersagesystems brauchen wir eine vollständige und faire Wahl. Ich mache mir Sorgen wegen Wählerunterdrückung und russischer Einmischung, aber ich erwarte nicht, dass diese Faktoren etwas verändern. Sie haben beim letzten Mal sogar prophezeit, dass es ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geben wird, was dann auch so kam. Was können Sie uns über eine mögliche Präsidentschaft von Biden verraten? Ja, ich kann vorhersagen, dass Biden nicht des Amtes enthoben wird, dass er 4 Jahre dienen wird. Aber er wird dennoch ein Präsident mit nur einer Amtszeit sein. Kamala Harris wird die nächste demokratische Präsidentschaftskandidatin sein. Wow, jetzt haben Sie meine nächsten 3 Fragen auf einmal beantwortet. Sie sagen also, Biden wird lediglich eine Amtszeit bleiben. Aber diese macht er dann bis zum Ende, ja? Er wird also nicht nach 2 Jahren schon in Rente gehen. Nein, nicht insofern seine Gesundheit mitmacht. Aber das kann man nie wissen. Ich bin kein Arzt, ich sage keine Gesundheit voraus. Aber wenn er gesund bleibt, sage ich voraus, dass er eine volle Amtszeit dienen wird. Können Sie jetzt auch schon sagen, ob Kamala Harris dann gewinnen wird, auch wenn wir Ihren Herausforderer noch nicht kennen? Wissen Sie, ich bin ziemlich gut im Vorhersagen, aber das liegt jenseits meiner Fähigkeiten. Kommen die Leute eigentlich oft zu Ihnen und fragen Sie nach Vorhersagen, was Ihr persönliches Leben angeht, zum Beispiel, ob die Ehe halten wird oder etwas in die Richtung? Nicht so sehr, obwohl ich 3-mal verheiratet war. Insofern bin ich vielleicht nicht der beste Experte auf diesem Gebiet. Spieler kamen jedoch auf mich zu. Das System könnte mit Sicherheit auf Wetten angewendet werden. Aber ich habe alle Anfragen abgelehnt, weil ich nicht mit Zement an den Füßen im Potomac River hier in Washington enden will. Wollen Sie ansonsten noch etwas loswerden, etwas, wonach ich jetzt nicht gefragt habe? Ja, die Schlüssel zeigen, dass es aufs Regieren und nicht auf den Wahlkampf ankommt. Wenn Sie davon ausgehen, und das verkünde ich seit Jahren, könnten wir ganz andere Wahlkämpfe haben. Wir könnten die oberflächlichen, aggressiven Wahlkämpfe mit ihren Sprüchen aufgeben. Stattdessen könnten sich die Kandidaten um ein Regierungsmandat bewerben. Die Kandidaten sollen uns ihre Visionen nennen und uns sagen, welche Gesetze sie genau in den ersten 100 Tagen einführen und welche Verordnungen sie erlassen werden. Welche Personen sie in ihr Kabinett aufnehmen werden, im Weißen Haus, in der Justiz. Wenn du ein Mandat aufbaust, regierst du besser. Und es ist gut für die Wiederwahl deiner Partei, egal ob du bei der nächsten Wahl antrittst oder nicht. Und selbst wenn du verlierst, inspirierst du vielleicht die nächste Generation der Mitglieder deiner Partei, wenn du uns eine klare und positive Vision mitteilst. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.